Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent-Deck-Schmiede. Heute mal wieder mit einem Skellige-Deck, mit einem ja, Szenario-Skellige-Deck, einem Gadinev-Deck. Allgemein als kleine Information für alle, es kam diesen Monat kein Patch raus. Das heißt, jede Deck-Schmieden-Folge, die wir letzten Monat hatten, ist noch ein Deck, was man spielen kann. Es hat sich nichts geändert. Das heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich diesen Monat ein bisschen weniger Deck-Schmieden-Folgen machen werden. Es gibt dafür ein anderes Projekt, was ich versuche so schnell wie möglich anlaufen zu lassen, was dann halt eine geraume Zeit gehen wird, was vielleicht diese Deckschmieden-Folgen für diesen Monat ein bisschen ersetzt, weil es vielleicht mal eine Ablenkung ist, mal was anderes. Aber dazu kann ich noch nichts weiter sagen, weil ich muss auch gucken, ob ich das überhaupt schaffe, das zu machen, weil das wird wahrscheinlich ein etwas zeitaufwendigeres Projekt. Kann ich nicht versprechen, muss ich gucken. Aber ja, wir werden uns diesen Monat wahrscheinlich ein bisschen weniger Deckschmieden-Folgen angucken. Alle Deckschmieden-Folgen, die noch für letzten Monat waren, sind diesen Monat immer noch gut. Und wir haben uns schon sehr vieles angeguckt. Also von jeder Fraktion sind da mindestens zwei Decks dabei, außer halt für Skellige. Das Szenario-Deck gucken wir uns heute nochmal an. Das Deck hat sich im Groben und Ganzen nicht wirklich sehr viel verändert. Es ist immer noch ein sehr starkes Skellige-Deck. Manche bevorzugen es gegenüber den zwei Händlern. Andere finden es nicht so toll. Aber es ist auch ein Deck, was man gut spielen kann, was sehr stark ist, gerade in einer kurzen Runde. Wir versuchen den Gegner in die kurze Runde zu drücken. Und das Deck kann wirklich in der kurzen Runde 33 Punkte mit einer Karte und der Anführerfähigkeit auslösen. Wie das geht, gucken wir uns mal kurz an. Wir haben unsere Anführerfähigkeit. Wir beleben das Skellige halt aus dem Friedhof wieder. Das ist die Anführerfähigkeit eigentlich to go für Skellige, die stärkste, die es gibt. Sowohl für zwei Händler als auch für dieses Deck. Und ja, die Anführerfähigkeit brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, Lockdown gegen Lockdown zu spielen, kann Probleme machen. Taktischer Vorteil, verbessert eine verbündete Einheit um 5 Punkte, verbannt dann dieses Stratagem. Wir haben ein paar Karten, die sind eher schwach, die können wir ausspielen, können dann diesen taktischen Vorteil nutzen und können die Karten halt aus der Reichweite von irgendwelchen Angriffskarten boosten. Plus die Karten, die wir ausspielen, schädigen sich teilweise auch selber. Das heißt, wir spielen auch nicht wirklich ein Gift rein. Das ist ein sehr gutes Stratagem, beste was geht. Gadinev, unser Szenario. Szenario ist halt so, dass wenn wir das Szenario ausspielen, kriegen wir direkt die Krähen-Clan-Predigerin. Durch den Prolog und jeder weitere Druide, den wir ausspielen, erlaubt es uns dann eine weitere Karte rauszuholen aus diesem Szenario. Wir kriegen als zweites das Krähenaugenrhizom, was uns 3 Krähen generiert und wir kriegen die Matrome, die eine Karte um 3 Punkte schädigt und danach um 9 Punkte verbessert. Das ganze Szenario bringt uns, wenn wir es in der richtig guten Kombination rauskriegen, 33 Punkte. Das heißt Szenario plus Anführerfähigkeit. Und das ist wirklich... ja, schon nicht verkehrt. Sollte man definitiv nicht unterschätzen. Ist aber auch eines der stärksten Kurzrunden-Decks, die es diese Season gibt. Und kann dem Gegner einiges an Probleme machen. Allerdings muss man auch dafür die richtigen Karten auf dem Friedhof haben. Wildschwein der See. Wir schädigen jede gegnerische Einheit um einen Punkt. Sollte diese gegnerische Einheit schon bereits geschädigt sein, schädigen wir sie um einen weiteren Punkt. Das heißt also, wir fügen allen beschädigten gegnerischen Einheiten Schaden zu, danach allen normalen Einheiten nochmal einen Schaden zu. In einer langen Runde, zusammen mit den ganzen Schiffen, die wir spielen, mit den Korsaren, mit den Blutungseffekten, ist das Wildschwein wirklich in einer langen Runde eine absolut starke Karte und ist so unsere Karte für die lange Runde. Ne? Entweder wir wollen die erste Runde mit dem Wildschwein der See gewinnen, oder aber wir wollen die lange Runde, falls wir dazu geforst werden, eine zu spielen, mit dem Wildschwein der See finishen. Fürstlicher Lass spielt eine Einheit aus dem Deck aus. Es gibt eine Menge Einheiten, die wir natürlich aus dem Deck ausspielen wollen. Fürstlicher Lass stellt sicher, dass wir die Karte momentan kriegen. Es ist eine der besten Tutor-Karten, die es absolut momentan gibt, weil jede Fraktion kann sie spielen. Morg fügt einer gegnerischen Einheit einen Schaden zu, solange bis das hier beschädigt ist. Das heißt, er ist mindestens 6 Punkte wert, wenn wir ihn ausspielen. Wenn wir allerdings gegen Monster oder sowas spielen, die sehr viel konsumieren, sich sehr hochfressen, kann Morg ordentlich Punkte austeilen und kann locker über 10 Punkte wert sein. Er ist im Prinzip ein blutiger Baron, nur in vielleicht etwas besser. Krähenmutter. Krähenmutter bedingt besser. Krähenmutter generiert 2 Krähen, wenn wir sie ausspielen. Und immer wenn wir eine Alchemiekarte ausspielen, rufen wir die Krähenmutter aus dem Friedhof herbei. Wichtig ist halt, unser Szenario von alleine spielt schon Alchemiekarten. Wir haben ein paar Alchemiekarten in diesem Deck drin. Von daher ist es eigentlich relativ leicht, Krähenmutter aus dem Deck rauszuholen und aus dem Friedhof rauszuholen. Aus dem Deck muss man sie nur rauskriegen. Das ist das Problem. Wir wollen Krähenmutter meistens in der ersten Runde auf der Hand haben. Wenn wir sie nicht auf der ersten Runde auf der Hand haben, sondern erst der Spezien, ist sie natürlich nicht so viele Punkte wert. Aber selbst beim Ausspielen ist sie 8 Punkte wert. Und wenn wir sie einmal wiederbeleben, ist es schon 12 Punkte wert. Also von daher, erste Runde wäre perfekt. Zweite Runde wäre sie auch schon gut. Letzte Runde ist sie vielleicht ein Ticken zu schlecht. Hemmen, verschiebt eine gegnerische Einheit in eine andere Reihe, gibt ihr Bluten für 2 Runden und für jeden benachbarten Piraten ist das Bluten um 1 Punkt erhöht. Und das ist das Gute an Hemmen.
Wir haben eine Menge Piraten in dem Deck, oder wir haben einige Piraten in dem Deck, aber selbst wenn wir die Piraten nicht benutzen für Hammond, das Verschieben ist momentan King. Es gibt viele Decks, die haben eine Karte, die müssen in einer gewissen Reihe liegen, und Hammond ist im Prinzip ein Hardcounter für all diese Rowlocked-Karten. Also jede Fraktion hat da eigentlich Karten, ein guter Hammond kann ordentlich was machen. Moissack, wir spielen eine Alchemie-Karte aus dem Deck aus. Das ist die Karte, die wir unbedingt in dem Friedhof brauchen für unsere letzte Runde, weil Moissack ist die Karte, die wir mit dem Anführer wiederbeleben wollen. Das heißt, wenn er irgendwie geklaut wird, wenn er irgendwie verbannt wird, ist das alles relativ doof für uns. Moissack ist im Prinzip ja dazu da, eine Alchemie-Karte aus dem Deck auszuspielen. Die Alchemie-Karte im Deck sollte unser Beleben sein, was wir gleich nochmal sehen werden. Das Ziel ist es halt, in der letzten Runde Gadinave auszuspielen, Moissack wieder zu beleben mit der Anführerfähigkeit, ein Beleben auszuspielen mit dem Beleben der weiteren Druiden. Und so können wir halt zwei Druiden in einer Runde spielen, können das Szenario komplett auslösen. Da wir auch noch Alchemiekarten ausspielen, kommt die Krähmutter aus dem Friedhof raus, was uns 33 Punkte gibt. Raubflotte gibt einer gegnerischen Einheit für 4 Runden lang Blutung und holt zum Bronzeschiff aus dem Deck. Beide Bronzeschiffe sind relativ wichtig und die 4 Bluten sind dann nochmal ein extra Bonus. Plus wir verlieren eine weitere Karte aus dem Deck. Grahamist läutert eine Einheit. Immer wenn wir eine Alchemie-Karte ausspielen, können wir erneut läutern. Grahamist ist momentan einer der nervigeren Läuterer für Giftdecks oder so, die vielleicht auch nicht mehr mit so viel Gift spielen. Weil man kann mit ihm relativ schnell wieder den Läuterungseffekt ausführen. Man kann, wenn man ihn ausspielt, einmal läutern und danach kann man halt wieder läutern, sobald ja, man eine Alchemiekarte ausgespielt hat. Und wir haben in dem Deck 4 Alchemiekarten, also geht es auch wieder relativ fix. Das heißt, wenn der Gegner Gift spielt, wird er als nächstes Grahamist vergiften. Er kann sich leider nicht selber läutern, aber es ist egal, weil dann sind schon mindestens 3 Giftaufladungen raus und können nicht auf die guten Karten gehen. Gigaskorpinen-Absolut. Fügt einer Einheit 6x 1 Schaden zu. Ist so ein bisschen Removal, damit können wir größere Engines entfernen, die uns nervig werden könnten. Also von daher eine sehr gute Karte. Freyas Segen spielt eine skellige Bronzeeinheit aus dem Friedhof wieder. Wie gesagt, das ist die Karte, die wir wollen wir am Ende mit Moissack aus dem Deck rausholen. Das heißt, einmal Freyas Segen muss zumindest in unserem Deck drin sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Und ja, dann haben wir halt unsere Kombination. Das werdet ihr auch noch in den Spielen sehen. Ne? Aber wie gesagt, einmal Freyas Segen kann man ausspielen. Das andere muss in der letzten Runde unbedingt im Deck sein. Moissack muss unbedingt auf dem Friedhof sein. Das Dämon Langschiff fügt sich selber und einer gegnerischen Einheit einen Schaden zu. Dämon Langschiff ist relativ gut, um unser Wildschwein der See für eine lange Runde vorzubereiten, gegnerische Einheiten zu schwächen, sie vielleicht ein Schild zu entfernen und Gigaskorpinen-Absolut drauf anzuwenden. Von daher ist es ein sehr, sehr gutes Schiff. Das Ankrate Langschiff fügt immer einer gegnerischen Einheit einen Schaden zu, wenn sie ausgespielt wird. Ist auch ein sehr gutes Schiff, gerade in einer langen Runde. Sorgt genau wie für das Dämon Langschiff wie für letzte Einheiten. Und ja, beide Schiffe können halt relativ viele Einheiten vom Gegner schädigen, dass unser Wildschwein der See am Ende richtig stark wird. Der Bombenträger zerstört ein gegnerisches Artefakt. Es ist eine Karte, die man nicht spielen muss, aber ich weiß auch, dass viele Leute sich über Doppelszenario oder über allgemein über Nilfgaard-Szenario aufregen. Und der Bombenträger ist tatsächlich eine Karte, die hilft enorm gegen Szenariendecks. Ich spiele ihn immer noch ganz gerne, auch wenn ich vielleicht nicht häufig Dinger treffe. Eine andere Möglichkeit, was man sonst für Provisionen noch spielen könnte, wäre zum Beispiel nicht dich, sondern den Ankrate-Rufer, der immer, wenn eine gegnerische Einheit verletzt ist, sich am Ende der Runde um einen Punkt bufft. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die man spielen kann, anstatt Bombenträger. Eine andere Möglichkeit wäre, ja, ist schwer zu sagen. Es gibt vielleicht ein paar Karten, aber man könnte auch überlegen, vielleicht 2 Cremeboten zu spielen und dafür nur einen Corsair. Das ist euch jeweils frei überlassen. Jetzt bin ich aus Versehen aus dem Deck rausgegangen. Kleinen Moment, ich muss wieder reingehen. Ich spiele immer auch ganz gerne, weil gerade gegen die Decks, die Szenario spielen, ist er sehr, sehr stark. Krähen-Clan-Druide verbessert 2 benachbarte Bestien um 2 Punkte. Wir spielen in dem Deck nicht viele Bestien. Die Karte ist allerdings für die letzte Runde ganz gut, weil diese Karte ist 8 Punkte für 5 Provisionen. Wir brauchen nur 2 benachbarte Bestien. Wenn wir sie in der letzten Runde wiederbeleben, in Verbindung mit dem Szenario, haben wir die auf jeden Fall. Das heißt, die ist da 8 Punkte wert. Ansonsten so in den ersten Runden muss man gucken, dass man vielleicht eine Bestie trifft. Oder man spielt sie einfach so mal aus, dass sie halt nur 4 Punkte wert ist, so als Last-Karte. Wichtig ist, die Karte sollte auf dem Friedhof liegen in der letzten Runde. Dominium's Corsair bewirkt bei einer gegnerischen Einheit für 2 Runden lang Blutung und immer wenn wir ein Schiff ausspielen, reduziert sich die Abklingzeit um 1 Punkt. Der Corsair ist, wenn wir ihn ausspielen und er setzt sofort eine Blutung, 5 Punkte eigentlich wert. Ist auch eine Karte, die könnte man mit dem Stratagem hochbuffen, auch 8 Punkte, dass er nicht so leicht entfernbar ist. Es ist eine relativ gute Karte, gerade weil wir auch viele Schiffe spielen. Und je mehr Blutung er setzt, desto besser wird er.
Die Kräuterfrau ist unsere andere Druidin, die man auch wiederbeleben kann. Sie heilt eine verbündete Einheit um 3 Punkte, verbessert sie danach um 3 Punkte. Auch diese Druidin könnte 8 Punkte wert sein, aber in den meisten Fällen fehlen uns diese Heilungspunkte in der letzten Runde. Wenn sie uns nicht fehlen, dann ist sie vielleicht auch ein ganz gutes Ziel fürs Wiederbeleben. Ja, ansonsten, hiermit können wir unsere Schiffe, die sich selber schädigen, wieder hochheilen oder irgendwas, was verletzt ist. Goldener Schaum, benachbart, verbessert 3 benachbarte Einheiten um 2 Punkte. Ist eine ganz gute Karte, weil die Karte gibt uns 6 Punkte. Das ist eine Alchemie-Karte für unsere Krähenmutter, für unseren Grey Mist, damit er wieder läutern kann. Und ja, goldener Schaum. Wir kriegen... Eigentlich ist es nicht so schwer, mindestens 2 benachbarte Einheiten zu kriegen. 3 kann ein bisschen tricky sein, ne? Aber trotzdem ist es auch eine Möglichkeit. Lebender Hieb fügt einer gegnerischen Einheit 4 Schaden zu. Wenn sie Rüstung hat, fügen wir stattdessen 7 Schaden zu. Ist immer auch eine ganz wichtige Karte, um vielleicht mal kleinere Gefahren wegzuräumen. Gerade Ziele, die Rüstung haben oder so, werden auch noch gespielt. Von daher, ja, wird nichts ausreichen, um das meiste zu killen. Dafür haben wir jetzt Gigaskopien-Absud allerdings. Und ja. Und der wilde Bär. Ist noch eine weitere Bestie für unsere Kleinkarn-Druiden. Ist auch eine ganz gute Bestie. Der Bär kriegt eine Aufladung, wenn wir ihn ausspielen. Gibt einer gegnerischen Einheit damit 2 Runden lang Blutung. Wenn bereits ein wilder Bär auf dem Friedhof ist, kriegt der nächste Bär halt 8 Punkte. Für 4 Provisionen. Weil, ja, wir kriegen noch eine weitere Aufladung. Und dann kann er zweimal Blutung setzen. Das sind 4 Punkte Blutung. Und 4 Punkte hat er selber. Das heißt 8 Punkte für 4 Provisionen. Ist auch eine relativ starke Karte. Von daher, der wilde Bär. Und das ist im Prinzip dieses skellige Szenario-Deck, ne? Es gibt dieses Deck auch noch ein paar anderen Ausführungen. Man kann dieses Deck auch noch mit einem teilweise Discard spielen, dass man vielleicht eher an die Karten rankommt, muss dann allerdings auf andere Sachen verzichten. Man kann mit diesem Deck auch noch einen Zweihänder reinpacken, den habe ich allerdings rausgenommen, weil momentan hat man Zweihänder sowieso auf der Ladder und viele Leute taggen momentan teilweise ein bisschen Karten gegen die Zweihänder, um sie aufhalten zu können. Das heißt, auch hier sind die Zweihänder sehr, sehr, sehr problematisch. Wenn man einen drin hat, wird er sehr schnell weggeräumt, hat keinen Effekt und kostet einfach nur 6 Provisionen. Von daher spiele ich ihn auch nicht mehr. Aber ja, das ist so eine Standardausführung. Wie gesagt, man kann da ein bisschen was dran ändern. Ziel in diesem Deck ist es eigentlich, die erste Runde zu gewinnen, die zweite Runde zu bleeden und in der letzten Runde halt das Szenario zu benutzen in Verbindung mit unserem Moissac. Wir beleben mit Freyas Segen entweder die Krähen-Clan-Druiden, also hier unsere Kleinkarn-Druiden, die unsere Bestien bufft, oder unsere Kräuterfrau wieder, lösen das Szenario in einer Runde komplett aus. Krähenmutter kommt aus dem Friedhof und wir haben 33 Punkte und sind happy. Das ist das Ding. Muss nicht immer klappen, weil man muss in der ersten Runde wirklich die guten Karten ziehen. Aber trotzdem, es ist ein vielseitiges Deck, es ist ein starkes Deck und für die Leute, die keine Lust auf Zweihänder haben, versucht ganz gerne mal dieses Deck. Viel Spaß mit den Runden. Und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, diesen Monat wird es wahrscheinlich leider ein bisschen weniger Deckschmieden-Folgen geben. Und vielleicht ein bisschen mehr mimige Deckschmieden-Folgen geben, weil die stärksten Decks sind ja doch schon bekannt. Aber ja, bis dahin haut rein und ciao. Wo ist jetzt der Chat schon wieder? Mann, ich brauche wieder 2 Bildschirme, wirklich. Nothing to see here. So, wir haben Gedinev schon mal, aber das ist nicht wirklich toll in der ersten Hand. Wir haben aber den Moissac, das ist schon mal ganz gut. Einen wilden Berg können wir ablegen, wir haben Schiffe. Die Helmel-Kräuterfreu würde ich auch ganz gerne wegen dem Schiff behalten. Ansonsten haben wir noch den guten Morg. Wir spielen gegen Monster, da könnte Greymist ganz toll sein, weil wir können eigentlich nichts wirklich entfernen, oder? Außer das Rückenschild. Wildschweinersee gefällt mir da vielleicht schon eher. Das Problem ist, es könnte natürlich auch sowas wie ein Kel'Thulis-Deck oder sowas sein, wegen Rückenschild. Und dann hätten wir ein kleines Problem, weil beim Kel'Thulis... Ja, wie soll ich sagen, ne? Kel'Thulis. Wir spawnen ziemlich viele Einheiten. Und wir kriegen den auch nicht weg, wir haben keinen Verschieben. Wir haben höchstens Helmet, aber den kann man nicht auf der Hand momentan. Krähenmutter fehlt uns auch noch. Ich mag das neue Spielfeld, aber es sieht cool aus. Auch wenn es nur ein Reskin von einem Tavernenboard ist, ne? Ja, aber es ist trotzdem niedlich. Machen sie jetzt echt alle diese Karantier-Shirkan-Kombo? Scheinbar. Das Ding ist halt, okay, wir haben jetzt nicht den lebenden Hieb, ne? Aber wir könnten halt mit lebendem Hieb den Tiger einfach ausschalten. Ansonsten der hat 2 Stärke. Ich kann jetzt einfach Morg drauf benutzen, wenn ich will. Aber solange wir es noch nicht machen müssen, Gigaskorpien-Absud. Für den nächsten hebe ich mir dann das Ding auf.
Wenn er jetzt halt noch einen weiteren Schikanen ausspielt, dann ja, natürlich Auslese, natürlich, natürlich Auslese. Why not? Okay. Das Problem ist, jetzt kriegen wir nämlich das Schiff nicht mehr weg oder den nächsten Schikan. Aber wir können ihn noch zurücksetzen mit Morg. Ich glaube, das ist wirklich dieses K2-Deck. Ich glaube, das ist wirklich dieses K2-Deck. Es gab früher die Möglichkeit, Karten immun zu machen, Guardian. Das haben sie aber rausgenommen. Oh Mann, oh Mann. Was ist los? Oh, ich krieg grad wieder Schmerzen. Vorkrach? Ich meine, ich kann Mäusack noch ausspielen, den goldenen Schaum. Brilletausch. Was willst du für eine Brille haben, Henki? Wir haben Silber oder wir haben Grün hier. Was, du hast, nun, du hast andere Brillen? Ja, diese Weihnachts- und Silvesterbrillen. Oh, Fülle. Du hast ja was Gutes ausgedacht. Okay. God's protect us. Die Frage ist, will ich ein Wiederbeleben haben? Ja, ich denke, ich werde eher einen Freyas Segen ausspielen, anstatt den Schaum. We serve her, who is Virgin Mother. Es geht ja auch so ein bisschen darum, den niedrig zu halten. Dass der da nicht die Dominanz kriegt, ne? Henke will die grüne Brille, okay. Ja, also wenn man die Kanalpunkte. Es wurde halt immer gesagt, für die Kanalpunkte kann man halt nichts machen. Und jetzt habe ich mal was eingeführt, dass man was für die Kanalpunkte machen kann. Naja, ist doch. Wir heilen die gleichzeitig oh, Freya, mal. Dein very name is Mercy. Hat er wieder nicht die Dominanz? Okay, jetzt hat er sie. Ja, das Ding ich ist. Ich zweifle immer. Ich krieg halt auch kein Wildschwein der See jetzt wirklich hin, also passe ich einfach. Jule Zweifel hat alle Kronen. Ja gut, es ist halt, also es gibt halt, man muss halt auch nichts machen, ne? Wo ist eigentlich, das ist mein Trink, ne? Ja, das ist mein Trink. Nö, aber so wie du es gelöst hast, finde ich es tatsächlich schon ganz gut. Eine Katze streicheln oder Kosmetik tauschen, Brille tauschen, erzähl eine Geschichte. Okay, wir brauchen Beweger, wir brauchen Hammond. Wir brauchen Hammond, Hammond, Hammond. Kriegenklandruin brauchen wir nicht. Kein Hammond. Weil wenn er jetzt tatsächlich mit dem K2-Deck ankommt, haben wir ein riesiges Problem, weil wir können die nicht verschieben, ne? Hey cool, die Axtbow macht was, wenn man raufklickt. Hier sind auch irgendwie ein paar menschliche Knochen, ne? Ciri Sprint. You've talked enough. Das heißt, unser Gegner will quasi den Last Say haben. Ah, ich gebe nochmal zwei Würfel drauf. Er müsste aber komplett durchspielen. Ach, der würde halt sozusagen uns rauslocken. Adrenalinrausch, das ist nicht das Problem. Dafür haben wir einen Morg. Stürmer! Nächste Runde kommt noch das Wildschwein der See, wenn das nicht immer hochbufft, weil es kann nämlich sein, dass die zuerst stirbt und dass deswegen der Effekt nicht ausgelöst wird. Weil sie hat jetzt eigentlich noch die Blutung, es sei denn, der gibt ihr jetzt halt wirklich das Rückenschild, ne? Dann zieht da noch eine Karte nach, aber ja.
Genau, ich sehe ein lustiges Deck, will es übernehmen, da fehlen genau 5 legendäre Karten. Okay, er zieht keine Karte nach. Und er geht in den Kartennachteil. Statuseffekte triggern vor Endrundeneffekten. Das hat er nicht gewusst. Weil, das hatten wir auch mal mit Shaiki, dass zuerst die Blutung gekommen ist und dann hat Wilden Fetten Murph gebrannt. Also, Statuseffekte kommen vor den Endrundeneffekten. Spielt, ja, wie gesagt, und es gibt es mit dem Anführer-Skin für 7 Euro. Nördliche. Press those vermin! Okay, das hört man nämlich immer direkt an der Musik. Also bevor das Matchup beginnt, hören wir es direkt an der Musik. So, was haben wir auf der Hand? Wir haben 2 Schiffchen, wir haben 2 Wiederbeleber, die ich absolut nicht brauche. Wir kriegen noch ein Quake-Schiff raus, was relativ toll ist. Lebender Hieb ist vielleicht ganz gut gegen die nördlichen Königreiche. Ich lege mal ein Wiederbeleben ab. Graymas brauchen wir nicht wirklich, weil Graymas, es gibt eigentlich keine Statuseffekte, die wir reinigen müssen. Aber Graymas geht mir trotzdem lieber als ein weiteres Wiederbeleben. Und wir kriegen einen Bombenträger, okay. Ja, hey Madak, ich habe mir das Pre-Order-Bundle geholt, ne? Das Deck kommt morgen als Deckschmieder. Peter Lustig. Ja, darum spielen wir es halt auch nochmal, ne? Weil die Leute wollten halt mal wieder noch ein bisschen Gedinev sehen, weil ich glaube, Skellige kam letzte Season eh zu kurz, da haben wir nur die 2 Hinter gesehen, aber bei Gedinev hat sich, es hat sich ja momentan nicht viel verändert, das ist das größte Problem. Es gibt wenig Änderungen, beziehungsweise eigentlich gar keine Änderungen, das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir es mit Deckschmieden machen. Die Sache ist aber, ich habe im Vergleich zu den Deckschmieden, ich habe schon was anderes geplant, das muss ich jetzt halt erstmal nur so schnell wie möglich umsetzen und dann wird es das wahrscheinlich auch ein bisschen anstatt Deckschmieden geben. Ah, es gibt kein Pech beim Ziehen. Smile, you blathered gap. Es gibt kein Pech beim Ziehen. Okay, ich überlege sogar erstmal, ob ich ein Dominiums-Langschiff opfer. Weil ansonsten könnte er mit dem Hämmerer halt auf das andere Schiff raufhauen. Aber wenn er mit dem Hämmerer auf das andere Schiff raufhauen. Wir haben jetzt keine perfekte Hand, um die erste Runde zu gewinnen. Ne? Wir haben auch keinen Graymas, wir haben auch keinen weiteren Druiden, so der auf dem Friedhof muss. Das ist natürlich immer ein Nachteil in diesem Gedinev-Deck. Aber. Wir machen das Beste draus. Gut, Hämmerer ist raus. Verbotene Magie. Down and away, gods. Verbotene Magie ist raus. Mir fehlt leider das Wildschweine See, mir fehlt leider der Morg, mir fehlt eigentlich leider mein Mäussack, mir fehlen meine Druiden, also mir fehlt gerade alles so ein bisschen und das ist das große Problem, aber wir machen das Beste draus, ne? Hey, Chiclot. Regis Blutdurst. Okay, er spielt ein sehr aggressives Wiedergänger-Deck, wie es aussieht. Dann nehme ich erstmal die Wiedergänger weg. Moin, Labromat. Oh, das Open-1-Board gefällt mir auch relativ toll. Das Open-1-Board gefällt mir auch relativ gut. Mir gefallen eigentlich beide relativ gut. Manche könnten halt so diese Lichtverhältnisse hier oben stören, dieser Sonnenschein, den du hast, aber ja. Ich meine, hier hast du noch den Vorteil, ab und an hast du mal so ein Eichhörnchen, was hier rumläuft und dann schnell verschwindet. Und du kannst immer noch die Arxbro pieken. Gentlemen, mount up! Okay, kann ich mit 2 Karten aufholen? Ich kann nicht mal mit 2 Karten aufholen. Wobei der Gegner kriegt noch 2 Punkte Schaden. Das heißt, er kommt auf 13 Punkte, du bist 6, aber ich habe weder Creme oder noch irgendwas anderes gerade, also sieht es nicht gut aus. Achso, das Feuerboard war das erste. Nee, das Feuerboard war nicht das, das Feuerboard war das für die Weltmeisterschaft. Das Rattenboard war das, was als für das letzte Quint Open ging. Madak, das Rattenboard. Also die Kanalisation, das war das Quint Open 1 Board. Das Feuerboard war für allgemein die Weltmeisterschaft. Aber ich finde es auch ziemlich cool für manche Fraktionen oder so.
Okay, wir werden den Bombenträger nicht brauchen. Wir werden das Wiederbeleben eigentlich wahrscheinlich nicht brauchen. Grammys brauchen wir immer noch nicht. Wir brauchen unseren Mäussack und wir brauchen vielleicht eine Wildschweine See. Dominions Cousin. Wir haben wieder sehr schlecht gezogen. Wir haben einen Bären schon auf dem Friedhof, ne? Ja. Das heißt, wir können dich ausspielen. Golden Yew, Narrow Stem, Chanterelle oder False Chanterelle. Feuer war Open 1. Da war das Rattenboard für die Weltmeisterschaft? Ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Okay, das ist gut. Uns fehlt leider immer noch ein Mäussack. Oder wir hoffen darauf, dass unser Gegner einfach kein Artefakt spielt. Keine Artefaktzerstörung. Aber Hammond hätte ich auch noch tatsächlich ganz gerne. Wie gesagt, ich denke mal, der Grammys wird relativ useless sein. Hammond. Und ein Wiederbeleben. Okay. Ja, das große Problem ist sogar, wir müssen jetzt eigentlich mit dem Szenario mit anfangen, weil wir haben mit Krillmutter eine Druidin auf der Hand. Wir hoffen einfach, dass er keine Artefaktzerstörung hat. Okay, Rattenbord, okay, da war das so rum. Aber ja. Hey Night Dog, hey Fury. Er hat sogar einen Bombenträger, das war so klar. Aber das ist halt auch, wie es mit dem Deck laufen kann. Eine Geschichte von meiner Jugend. Meine Jugend war groß. Irgendein spezielleres Thema, Fury Dust. Machen wir dann wieder nach dem Game. Aber irgendwo, also bei Jugend kann ich halt eine Menge erzählen, aber irgendein spezielleres Thema oder so aus der Jugend, was dich interessiert. Weil ansonsten, ja, also es gibt beides. Von der Schule, schon wieder ein Schulthema. Xavier Lemons sogar. Okay, er spielt Xavier Lemons aus. Das ist natürlich ganz schön, weil Xavier Lemons trifft uns auch wieder hart. Weil jetzt haben wir nur noch eine Karte, die wir wiederbeleben können. Das ist der Kyrillen-Clan-Druide. Und wir haben eine Wiederbelebung auf der Hand. Aber ich denke mal, wenn er irgendwas von uns kaputt macht, können wir das dann wiederbeleben. Philippa. Und ich denke, es sieht so aus, als das wäre das Ding. Ah, wir kriegen ein Schiffchen. Ist doch gut, wir kriegen ein Schiffchen, was wir wiederbeleben können. Die Frage ist nicht sogar, ob ich eine Anführerfähigkeit jetzt, weil ich werde eh nichts Besseres auf dem Friedhof kriegen, ne? Ob ich jetzt die Krillenmutter ausspiele und dann sofort eine Krillenclan-Druide mit der Anführerfähigkeit wiederbelebe. Weil dann umgehe ich seine verbotene Magie so ein bisschen, ne? Das letzte Mal auf dem Pro-Rang war ich 2018. Also ich war komplett, glaube ich, 2019 auf dem Pro-Rang. Ich bin jetzt erstmal wieder abgestiegen, aber wie gesagt, es bringt mir halt einfach nichts, auf dem Pro-Rang zu bleiben so. Ich weiß, Schalke hat noch die ganze Nacht durchgespielt, dass er noch unter die Top 500 kommt. Das Ding ist aber, es bringt mir absolut gar nichts. Ich kann mich auch einfach wieder hochspielen. Und ich habe dadurch nicht mal irgendwie so einen riesigen Nachteil. Ich nehme mal das Dominions Langschiff sogar. Schieß mal mit Dracke noch an. Ich meine, wir haben auch das Wildschweine See, was uns eine Menge Punkte geben wird. Hey Jinjitsu. Hey Guardian. Alle werden begrüßt, außer ich. Du bist auch noch begrüßt, aber ich brauche halt manchmal ein bisschen. Hm.
Der Nachteil am Hochschmieden. Madak, auch wenn du auf der Pro-Ladder spielst, spielst du sehr häufig gegen dieselben Decks. Weil in den Höhenbereichen verwenden die Leute einfach nur dieselben Decks, weil sie halt hochspielen wollen. Also von daher ist es jetzt kein Ding, aber... Mein Gott, ist jetzt nicht das größte Problem, was wir haben. Have no interest in politics. Ah, ich denke mal, die kann ich Gigascope kriegen. Nicht unbedingt, finde ich persönlich. Also ich habe jetzt auch hier schon zwei eher Memes gesehen, sage ich mal. Ne? Ah, das ist jetzt extrem schlecht, dass er sowas gemacht hat. Honor and glory! Sollte ich, glaube ich, nächste Runde mal Switch von der See ausspielen. Hoffe jetzt natürlich nicht, dass noch irgendwas kommt, was boostet. Es kommt nur ein siehendes Öl. Er spielt auch ein sehr angriffslastiges Deck, ne? Das muss man sagen. So, Switch von der See. Also Morg bringt uns nur 6 Punkte. Er hat dann auch seine Anführerfähigkeit, aber damit macht er auch maximal 8 Schaden, wenn er sie jetzt nicht benutzt. Ansonsten macht er jetzt halt auch maximal 8. Ja, Wille wird uns halt noch eine 6er wegrennen. So, er macht 5 Schaden. 6 mit der Anführer, also 5 mit der Anführerfähigkeit, 6 mit dem Wille. Das sind 11 Punkte. Das heißt, er müsste jetzt noch eine Karte ausspielen. Die ihm, was ist er, 22, die müsste ihm jetzt noch 9 Punkte bringen, die letzte Karte. Und Falibor wird es leicht machen. Es ist ein Geralt Axi. Let's get this over with. Es sind trotzdem genug Punkte. Außer, dass er jetzt den 50-50 hat, dass er sich den Axi wegbrennt. Und er hat verloren. Okay. Easy win. Hätte er uns eine 6er weggebrannt, hätte er halt verloren. Es wären 12 Punkte mehr gewesen. Dann hätte er um 1 Punkt gewonnen. Aber dadurch, dass er den Wille 50-50 hatte, hat er verloren. Also manchmal, wenn man schlecht zieht, was mit dem Deck passieren kann, dann regel einfach das Glück. Hey, Heavy. High time to pay the piper. Okay, wir spielen leider gegen Lippy Deck. Platz 9 kriegt nichts Guardian, nur Platz 1 hat was bekommen. Auslosung war halt Platz 1 bis 25, also alle Leute, die da mitgemacht haben, und Platz 1 hat was bekommen, die anderen kriegen leider nichts. Weil wir haben ja 3 verschiedene Auslosungen gehabt, ne? Wir hatten ja einmal das, also das, was die diese Hauptgewinnauslosung war das, was ich verteilen konnte, weil ich quasi gewonnen habe, weil ich die Preise selber nicht brauche, nicht nehme. Und das andere Ding ist halt, dass da die Fraktionsfässer-Ding abgelaufen sind, ne? Und diese Fässer verschenken. Das ist gut, kleiner Moment. Die Fässer verschenken gingen halt über CD Projekt Red halt. Also wenn du die anschreibst, dann können die Fässer verschenken. Anders geht es nicht. Na, hast du mal wieder Spaß mit Skellige, ja. Was wurde gewonnen? Kartenfässer mit Meteoritenstaub wurde gewonnen. Was anderes können wir nicht verteilen momentan. Henki glänzt abwesend, ja. Also wie gesagt, ich habe Henki versprochen, sobald Henki da ist. Jetzt habe ich die Geschichte auch vergessen, die Geschichte aus meiner Jugend. Aber die wird gleich erzählt. Die machen wir dann nach dieser Runde. Weil ich habe gerade Julia. Was willst du denn machen, wenn Henki da ist? Freya's Bulwark. That's what we are. Ja, nichts Besonderes. Henki wollte nur noch die Brille haben gestern, die grüne, aber die haben wir gestern nicht mehr aufgesetzt, weil wir gestern nicht mehr gespielt haben. Achso, was ist eigentlich gestern mit der Arena der Liebe? Die kommt nach den Skellige-Spielen, habe ich schon gesagt. Ah. Hallo Maskenballer. So, was spielst du für ein Skellige-Deck? Um mich mal ein Bild zu bringen. Gaydinate. Mhm. Scheint übrigens auch kein Lippy-Deck zu sein, weil Lippy-Deck spielt nicht ohne Schiffe und ohne die. Frage ist, ob wir den Beschützer wegräumen, weil der Beschützer wird sich jetzt natürlich noch ordentlich hochbuffen. Aber ich würde fast eher sagen, wir lassen den Beschützer. Erstmal. Hey DJ Kante. Oder die Kante. Kann man beim Board? Nein, du kannst halt vieles anklicken, aber nur die Arxpo interagiert wirklich mit dir. Music cultures connects folk to one another.
Wenn ich den jetzt allerdings ausspiele, verlieren wir unseren einen Bluter. Also buffe ich erstmal die ganzen Bluter. Oh, Philipp, weißt du, wen ich am Samstag besuchen gehe? Ja, also die Axtbohr macht was, wenn man die anklickt. Die greift dich so ein bisschen an. Nee, erzähl. Otto. Und hier ansonsten ist nichts anklickbar. Come here. Come get a heart, a bear hug. Okay. Hat der Kopf rechts oder dieser Pilz links? Welcher Pilz links? Ich sehe keinen Pilz links. Also hier, kein Pilz. Hier sind auch noch ein paar Knochen. Nee, aber sonst nichts. Du kannst die Axtbohren klicken und die macht, kommt dann so nach vorne. Ist vielleicht Priesterdeck mit Draco? Das ist eine eigene Lippi-Variante mit Greatsword. Ich glaube eher, es ist doch ein Lippi-Deck, aber spielt halt sehr komisch teilweise Karten. Also wenn Ceres kommt, ja auch nicht mehr auf der Ladder. Na, lebender Hieb. Das darfst du nicht vergessen. So, die Sache ist halt, ich würde ganz gerne, ich habe aber keine weitere Alchemiekarte bis auf einem Wiederbeleben. Das heißt, Mäuser kann ich mir erstmal sparen. Die anderen beiden Alchemiekarten habe ich gezogen. Ich denke nicht, dass wir einen Hammond oder sowas brauchen. Das heißt, ich hole mir jetzt ganz frech erstmal meine Krähenmutter raus aus dem Deck. Und die Krähenmutter spiele ich in die hintere Reihe aus. Plunge all into murk with a shrill cry. Okay, die sechs Counter-Voice haben wir gestern schon angehört, Mardak, aber da gibt's nichts wirklich Besonderes so. You leave me but one option, to crush you. Let me give you something to remember me by. Hm, ist schlechter zu. Oh. That was unfortunate. Das gut gespielt. Good show. Masterfully executed. Okay. Also da gibt's nicht wirklich nichts wirklich sehr toll. Er spielt immer, er kommt immer so eine kleine Rolle und die verschwindet dann wieder. Das Lustige ist sogar, wenn Gaunter im Duell besiegt wird, das haben wir auch gestern mit dem Gegner gesiegt, dann verbrennt er einfach so auf dem Boden. Okay, die Frage ist tatsächlich für mich, ob es ein Dingens-Deck ist, ne? Ein Lippi? Ja, ja, das wäre interessant zu wissen, aber das siehst du erst, wenn er gespielt wird, würde ich sagen. Weil wenn es ein. Ja, aber es sieht nach einem Lippi-Deck aus, weil er hat schon Pro-Pointed Dingens. Aber er hat auch noch nicht die Karten, glaube ich, die er haben will im Friedhof. Unbedingt. I can help you, das ist halt so das Ding, also wenn es ein Lippi-Deck wäre, ein normales Lippi-Deck, aber es ist ja kein normales Lippi-Deck. Dann müsstest du die Runde jetzt kurz halten. Auch. Ja, da müsste ich die Runde eigentlich, würde ich die nächste ganz gerne lang halten, weil Lippi hat halt wenig Form vor Angriff. Wenn es aber jetzt nicht das normale Lippi-Deck ist, ist es vielleicht besser, ihn zu crushen. Wenn er zum Beispiel gar kein Lippi spielt, sondern halt nur andere Karten. Aber ich denke mal, es wird ein Lippi-Deck sein, ne? Ich weiß nicht. Du willst beim Lippi-Deck jetzt die Runde weiterspielen? Ich will nur gewisse Karten auf dem Friedhof kriegen. Ich hätte eher gesagt, diese Runde halt früh passen, wenn es ein Lippi-Deck ist, und nächste Runde dann in die Länge ziehen. The Great Mother's Grace is boundless. Ja, ja, ich will ja auch passen, nur ich will nur meinen Mäusack und ich will nur meine Haymaid. Also ich will den Druiden. Weil du das gerade andersrum gesagt hast, deswegen war ich. Ja, also ja, wenn es ein Lippi-Deck ist und ich denke, es wird ein Lippi-Deck sein, dann will ich die lange Runde haben wegen Ceres und so und dann will ich meine Seekörner ordentlich reinhauen. Wenn es kein Lippi-Deck ist, dann will ich die kurz. Dann kann er auch keine Karten mehr nachziehen, wenn er Lippi gespielt hat. Ja. So, aber er greift halt auch mit seinen Schiffen an. Das ist das, was mich wundert. Dass es nicht so dieses klassische Lippi-Deck ist, sondern vielleicht auch ein Wildschwein der See-Lippi-Deck ist. Aber wir passen mal. Muss jetzt 7 Punkte mit einer Karte ausspielen, ne? Ceres, okay. Spielt Ceres zumindest aus. I'm ready. Now! All together! Das heißt, es ist ein Lippi-Deck. Lippi! Die Sache ist halt auch, er hat noch keinen Wildcard, aber Wildcard kann er nächste Runde ja auch noch auslösen, ne? Wildcard kann er auf alle Fälle noch auslösen, das wird nicht das Problem sein. Das ist gut, du bist nicht verkehrt. Okay, wenn es ein Lippi-Deck ist, hätte ich ganz gerne eigentlich noch ein weiteres Anquet-Langschiff. Ich darf nur nicht andere Sachen ziehen. Die Kren-Clan-Ruinen brauche ich eigentlich nicht.
Raubflotte ist gut und jetzt habe ich zu sehr hohe Chancen, mich zu bricken. Auch wenn ich Greymist weglegen will, aber ich kann Schiff rausziehen, das wäre fatal. Ich kann Segen rausziehen, das wäre fatal. Ich kann Bombenträger rausziehen, das wäre fatal. Das Beste, was ich wirklich nur ziehen könnte, wäre ein Hammond, aber ich riskiere es gar nicht. Mhm. Ich bin mittlerweile so in der Einstellung, dass ich es halt einfach nicht riskiere und selbst wenn die Karten schlechter sind, ist es alles besser als ein Brick. Also ich bin nicht mehr so der, der jetzt versucht, unbedingt die eine Karte zu kriegen. Okay, es ist sogar Lippi. My crumpled ground steps lightier than yous. Ich ist sogar der Lippi. Wir haben auch schon Xavier Lemons gesehen, ne? Weil er konnte uns auch nicht aufhalten. So, wir hoffen, dass wir jetzt kein Xavier Lemons haben, weil ansonsten ist mit Moistack schlecht. Lemons. Hammond. Ah, ich weiß auch, wie salzig du warst. Damals, ja, als der damals noch gut war. Damals, ey. Ich hätte vielleicht sogar zuerst den Greymist und die Blutung wegreinigen sollen. Dann hätte ich einen Punkt weniger Schaden bekommen. Ist ja cleverer gewesen, als statt dem Bär. Aber ich dachte, ich hätte Greymist abgelegt, aber ich habe Greymist ja nicht abgelegt. That is your brilliant move. Truly? Okay, die sind mir weg. Das ist gut, dann kann er die Schiffe nicht so aufhalten. Alles, was jetzt beschädigt wird und nicht mehr hochgeheilt werden kann, wird in unser Wildschwein der See reinlaufen. Und er greift sich selber ja auch noch an mit Ceres und Kone. Nein, ich bin ein paar Minuten später rein, weil ich noch was essen musste. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich komme von Arbeit, esse was und setze mich hier hin und streame. Mein Tagesablauf. Hast du schon mal Nilfgaard-Taktik? Nein, aber wie gesagt, Nilfgaard-Taktik müsste auch gut funktionieren. Und da ich euch nicht immer mit meinem Geschmatz belästigen möchte, brauche ich halt meine Zeit. Alles, was sehr viele Zauber ausspielt, funktioniert relativ gut. Okay, was sind deine letzten Karten? Kann er noch Ceres überhaupt ausspielen? Er kriegt sie ja nicht mehr aus dem Deck raus. Fürstlicher ist raus. Mata Uhuri hat er auch nicht wirklich. Wojtek, down! Er könnte halt noch ein Svalblatt haben. Was arbeitest du? Ich arbeite als Verkäuferin im Sozialkaufhaus derzeit. Der Wildkarl. Was ist die letzte Karte, die er meistens hat? Es könnte halt noch ein Gerald Igni sein, ne? Ich weiß, dass ich mit Morg jetzt einen Punkt weniger mache. Und jetzt kommt Xavier Lemons, ne? Aber wir kriegen 33 Punkte. Wir kommen jetzt auf 47 Punkte. Er muss mit seinen Karten auf 47 Punkte kommen und nicht mal Ceres würde das schaffen. Es ist das Gigni tatsächlich sogar. Ja, ist zu abgebrüht für Gigni mittlerweile. Du riechst den Gigni schon aus der Hand raus. Du spielst automatisch schon drumrum. Also, ja, keine Ahnung. Mittlerweile hast du. Mittlerweile, wenn du manche Anführer siehst, denkst du automatisch, oh, da ist Gigni. Da ist was im Busch. Ja. So, jetzt können wir halt wieder unsere beliebte Kombo ausspielen. Moissack, wiederbeleben. Ja, kriegen erstmal den Krähenclan. Die Krähenmutter. Und holen uns die Helmeck-Kräuterfrau. Die Helmeck-Kräuterfrau ist auch noch gut, weil die kriegt noch mehr Punkte als die andere Druiden. Und dann kommt noch Madrome gehen dann nochmal Punkte drauf. Das jetzt? Wir haben sogar noch einen Punkt mehr bekommen. Das ist die skellige Kombo, die dauert so lange. Das ist die skellige Kombo, die dauert halt wirklich so lange, ne? Von daher, ja. Aber das ist halt so, wie es optimal laufen kann, ne? Und wir haben wirklich mehr Punkte noch rausgeholt, weil unsere Druidin hat, ach doch, hat auch 8 Punkte gemacht, oder? Doch, die hat auch 8 Punkte gemacht, die Heilerin. Weil wir haben erst um 3 gehalten, da haben 3 verbessert und die hat selber nur 2 Punkte. Kriegen klar, willst du normalerweise um Friede farmen. Okay. Interesting. Could be material for a ballad, that.